Also der Plan ist Zusammenfassung wie immer. Dann werde ich mal versuchen, mal die grundlegende Idee der modernen neukeynesianischen Makroökonomie vorzustellen. Das ist einfach die Idee, dass es Entscheidungsträgern gibt. Der Preis bzw. das Preisniveau in einer Volkswirtschaft wird nicht durch einen gesichtslosen Auktionator bestimmt, sondern es wird tatsächlich von individuellen Unternehmern, preissetzenden Unternehmern bestimmt. Und gleichzeitig gibt es auch auf der Arbeitsmarktseite Parteien oder Gruppierungen, auch Individuen, die dazu führen können, dass die Löhne, die nominalen Löhne, Löhne in Geldeinheiten in Bewegung kommen. Und je nachdem, welche Institutionen man hat, wird dieser Prozess anders aussehen. Das ist gerade das Spannende an der Makroökonomik. Man kann es nicht alles über einen Kamm scheren, sondern es gibt tatsächlich institutionelle Einflüsse. Siehe Deutschland versus Spanien oder USA. Und diese Institutionen haben eine Auswirkung auf diese vermeintlich nominale und eigentlich langfristig irrelevante Prozesse. Aber die sind nicht irrelevant kurzfristig. Das ist gerade der Punkt. Wir werden das einfach mal ein bisschen grafisch machen und nächste Woche werden wir eine formale Modellierungsstrategie vorstellen, die auch Ihnen helfen wird. Also mein Ziel in der Makro 2 ist immer, den Studenten zu helfen, zu sehen, welche Techniken wichtig sind für das Weiterkommen. Wenn man forschen will, wenn man vielleicht eine Bachelorarbeit schreiben will oder eine Masterarbeit, was für Techniken nötig sind. Und hier geht es um die intertemporale Optimierung. Ich möchte das anleiten, dass man sich überlegt, wenn eine Firma die Preise setzen kann, ist es nicht nur Preise von heute, sondern auch Preise von morgen. Und vielleicht gibt es eine Abwägung. Soll ich jetzt richtig reinhauen? Denken Sie mal an die Kneipen hier in der Mitte. Die sind richtig teuer. Aber als ich nach Berlin gekommen bin, waren sie relativ niedrig. Man staune, was alles gekostet hat damals. Und die Frage ist, wenn Sie Kneipier sind, wenn Sie Restaurant-Eigentümer sind, und Sie vor einer Entscheidung stehen, soll ich meine Preise anheben, mit welcher Geschwindigkeit soll ich mal dies vornehmen, hat das auch makroökonomische Implikationen, weil die Makroökonomie nichts anderes als das Integral von allen Individuen, also die Aufsummierung aller Individuen in einer Volkswirtschaft, auch wenn wir denken, wir sind alle klein, sind wir insgesamt sehr groß. Und das ist ja das Entscheidende für die Inflation. Daher eine grafische Darstellung der Preispolitik eines Unternehmens. Ein Unternehmen, das Macht hat am Markt für die Produkte bzw. für das Produkt, das dieses Unternehmen verkauft. Und das führt dazu, dass man nicht immer all das macht, was man irgendwie langfristig erahnt, notwendig sein wird, sondern es kann sein, dass man ein bisschen langsamer vorgeht. Also eine Art Preisglättung. Verfolgt. Das ist eine Vorstellung eine moderne Vorstellung von der Begründung der Preisrigidität, die wir am Markt beobachten. Sonst würde man sagen, okay, das müsste eigentlich, wenn die Geldmenge um 100% steigt, dann müsste eigentlich die Preise genauso viel steigen und zwar sofort, weil die Menschen das alles verstehen. Aber so funktioniert das wirklich nicht in der Volkswirtschaft. Ne? Abgesehen davon, dass das Geld, das wir beobachten, nicht unbedingt das Geld ist, das in unserem theoretischen Modell steht. Also man kann nicht nur die Bilanzsumme der EZB beobachten, weil die Geschäftsbanken die Geldmenge tatsächlich schaffen. Und das tun sie im Moment nicht, aus Gründen, die Ihnen bekannt sind. Also wenn sie nichts leihen, wenn sie keine Kredite vergeben, wird es keine Erweiterung der Geldmenge geben. Deshalb ist der Geldmultiplikator niedrig im Moment. Also dann, ich werde das nur anleitend, nächste Woche wird es so richtig formal zugehen. Es geht um das Modell von Rotenberg, das ist ein Amerikaner, südamerikanischen Provenienz, der 1982 ein sehr wichtiges Papier geschrieben hat, versucht mal diese Preisrigidität zu begründen. Und dann, wir werden auch das Calvo-Modell, wenn Sie weitermachen, zum Beispiel bei meinem Kollegen Lutz Weinke in monetären Makro, wird sehr häufig auf diese Vereinfachung auch formal sehr schön handhabbar Darstellung der Preisrigidität. Das sind zwei fast konkurrierende, aber nicht ganz konkurrierende Herangehensweisen.
oder Vorgehensweisen. Also letztes Mal hatten wir nur formal und grafisch gearbeitet. Ich werde es einfach nur erwähnen, aber dass es wichtig ist, in diesem keynesianischen Rahmen zu verstehen, weshalb das Wechselkursregime von großer Relevanz ist. Und es kann den Dänen oder den Isländern nicht egal sein, ob ihre Zentralbank feste Wechselkurse oder flexible Wechselkurse hatte. Also wir wissen, dass der Eurokurs gegenüber dem Yen, dem Dollar nicht fest ist. Aber wenn es wäre, was hätte das für Konsequenzen für die Geldpolitik der Zentralbank? Muss man alles mal tief verinnerlichen. Und vor allen Dingen haben wir gesehen im Falle von China, das ist für mich ein sehr schönes Beispiel für die Lehre, dass die Chinesen lange, lange Zeit versucht haben, eine anfängliche Aufwertung des Yuan zu verhindern. Aber sie können es nur machen, wenn sie quasi die Dollar, die angeboten werden, aufkaufen und bilanzieren. Und das führt zwangsläufig zu einem Ausbau der chinesischen Zentralbankbilanz. Und da müssen sie aufpassen, dass ihre Geldmenge nicht auseinander gerät, weil diese Dollar werden gekauft am Markt und bezahlt mit den eigenen Verbindlichkeiten der Nationalen Bank von China. Und das wird natürlich als Basis für weitere Kredit- und Geldschöpfung dienen. Und das Interessante ist, dass in den letzten 20 Jahren haben die Chinesen einen ganz moderaten Anstieg der Inflation gehabt, weil die Zentralbank immer dagegen gewirkt hat, mit restriktiv Kreditpolitik auf der anderen Seite, um quasi diese bilanzierten Dollars außer Kraft zu setzen, der Auswirkung auf die Geldmenge zu verkleinern. Und woran weiß ich das? Weil die Bilanzen der People's Bank, National Bank of China, also diese Zentralbank, muss offengelegt werden, ansonsten würden die Leute das nicht ernst nehmen. Das heißt, sie schauen mal einfach da rein, sie sehen einen Zuwachs an Dollarbeständen, das jetzt also ja, immer noch über 3 Billionen, das ist 10 hoch 12, ja, es war mal über 4. Das heißt, quasi diese Interventionen, um Auswirkungen zu zeigen, müssen sie bilanziert werden. Man kann sie nicht gleich wieder verkaufen oder was anderes verkaufen. Man kann versuchen, ja vielleicht durch Kreditmaßnahmen die Liquidität vom Markt zu nehmen, aber letztendlich lassen die Märkte sich nicht austricksen. Und das sieht man jetzt im Moment. In dem Moment allerdings, wenn die Chinesen, vor allen Dingen die Unternehmen, versuchen mal ihre Dollar zurückzukaufen oder Dollar zurückzukaufen und ins Ausland zu legen, wird das genau die Umkehrung der Bilanzentwicklung, die wir in den letzten 12 Monaten gesehen haben. Das kann auch krisenbedingt sein. In der letzten Zeit ist die chinesische Wirtschaft nicht so sehr stark wie in den letzten 20 Jahren. Auf jeden Fall ist der Sinn dieser Mandel-Fleming-Analyse genau, um diese Probleme zu verstehen. Und wenn Sie erfolgreich meine Vorlesung absolviert haben, können Sie das. Das können viele Leute nicht. Und man sagt, die Chinesen machen irgend so eine aggressive Anti-Handelspolitik. Das stimmt nicht. Die versuchen natürlich über den Wechselkurs den Handel zu beeinflussen. Aber man kann das durchaus begründen durch die Wechselkurspolitik der chinesischen Regierung. Das hat natürlich makroökonomische Konsequenzen. Deshalb müssen die Chinesen, mussten sie in den letzten 20 Jahren bis vor kurzem immer sehr, sehr scharf auf die Inflationsentwicklung gucken, weil dieser Ausbau der Geldmenge tatsächlich eine Auswirkung hat. Wir haben das formal mathematisch, das heißt, sie konnten letzte Woche in ihr Werkzeugkiste diese kramische Regel reinpacken. Das können Sie in vielen Anwendungen in der Mikro-, Makro- und sonstige Ökonomie verwenden, auch in der Arbeitsmarktökonomik, wenn Sie da weitermachen, auch in Public Finance, nicht, also die Finanzwissenschaft, wie heißt es doch, Finanzwissenschaft, öffentliche Finanzen und so weiter. Ja, jetzt gehen wir auf die Inflation ein. Und zwar, die Inflation ist wirklich in dem Moment so interessant, wenn man die nicht sieht. Ich sage immer meinen Studenten, das ist wie ein Tanker. Wenn der Tanker in Bewegung gesetzt wird, wird es sehr schwer sein, diesen Tanker umzukehren. Und deshalb ist es umso wichtiger, zu wissen, was hinter der Bewegung, man spricht von einem Bewegungsgesetz, von einem Bewegungsgesetz oder Bewegungsgleichheit, Law of Motion, die das Preisniveau am besten beschreibt. Es ist ein bisschen wie in der Physik.
Ja, aber das hat eine sehr, sehr starke Trägheit. Empirisch gesehen, wenn die Inflation anfängt, ist es sehr schwer, diese Inflation aus der Volkswirtschaft herauszukriegen. Sehen wir in der Geschichte der USA oder Großbritannien in den 70er Jahren. Man sieht es an den Geschichten der südamerikanischen Länder seit Anno Tobak und auch in der Türkei und vielen Ländern, wo die Inflation einfach persistent auf einem Niveau bleibt. Und das muss irgendwie mit vielen Faktoren zu tun haben. Zum Teil muss es mit der Zentralbank zu tun haben, aber auch mit den Erwartungsbildungen von den Menschen, die am Markt tätig sind. Nicht? Wir sind alle da, um unseren Wohlstand am wirtschaftlichen System zu sichern. Und natürlich wird die Preissetzung und das Preissetzungsverhalten der Unternehmer auch davon abhängig sein. Und das ist gerade der Punkt von heute. Wir wollen das jetzt entwickeln als Idee. Ja, Sie wissen, wir haben diese keynesianische Annahme. Keynes hat dieselbe getroffen. Er war sehr kurzfristig. Er war beschäftigt mit der großen Wirtschaftskrise in den USA. Er hat ständig Briefe an den Präsidenten geschrieben. Stellen Sie sich mal vor, ein englischer Ökonom schreibt den Präsidenten an. Schreibt, Sie sollen das machen und das machen. Und das hat er sehr ernst genommen, weil der Keynes auch sehr wichtig war damals. Aber alle haben gesagt, ja, er ist in der kurzen Frist gefangen. Er hat immer betont, ja, in the long run we're all dead. Und das hat tatsächlich eine ganz plastische, einen plastischen Beleg hier in diese Auseinandersetzung zwischen ihm und anderen. Aber in der Zeit war die Wirtschaft ganz, ganz tief in einer sehr tiefen Rezession, immer noch in den 30er Jahren. Und ich werde Sie daran erinnern, habe Sie daran erinnert, dass es tatsächlich eine lange Frist gibt. Also vorausgesetzt, die Geldmenge weitet sich um ein großes Ausmaß aus und die Produktionspotenziale der Volkswirtschaft nicht mithalten, dann wird das zwangsläufig zu einer Preiserhöhung kommen. Und gerade zurück auf China zu kommen, China hat in dieser Zeit der Ausweitung der Geldmenge auch sehr, sehr schnell gewachsen. Also bei einer volkswirtschaftlichen Wachstumsrate von 10% verdoppelt man sich alle wie viele Jahre? 7, genau. Wahnsinn, nicht? 10% Wachstum ist ungeheuer. Und die haben das wirklich auch aufrechterhalten, fast 20 Jahre lang. Deshalb ist es, man kann nur von einem chinesischen Miracle sprechen. Und das gibt es auch in anderen Ländern, aber nicht vielleicht in dem Ausmaß. Und irgendwo muss es aufhören. Ja, ich meine, nicht nur wegen der Luftverschmutzung und die Menschen werden unzufrieden und irgendwas. Ich meine, die Menschen wollen auch das Leben genießen, nicht nur wachsen, wachsen, wachsen und alles produzieren. Man muss auch mal ein bisschen was davon haben. Insofern, in dieser Zeit gab es eine Ausweitung der Nachfrage nach Geld und das ist nachvollziehbar, dass es keine Inflation unbedingt hatte. Aber irgendwo, wenn das so weit geht, dann haben wir möglicherweise diese Inflation. Und wir werden auch sehen später, dass die Auswirkung hinsichtlich der Inflation auch vom Wechselkurs abhängig ist, vom Wechselkursregime. Wenn der Wechselkurs fest ist, dann werden die meisten Probleme quasi über die Auslandsinflation importiert. Nicht? Sonst gibt es die Möglichkeit, dass der Wechselkurs Preisbewegungen, Importpreisbewegungen abfedert. Insofern ist es schon ein sehr komplexes Thema. Aber wir kehren zurück auf dieses schöne Bild. Da haben Sie das ist mein Versuch, irgendwie ein sehr komplexes, allgemeines Gleichgewicht darzustellen, wenn das Preisniveau tatsächlich vollständig angepasst hat. Und dann haben wir gesehen, dass in solchen Fällen ein einmaliger Ausbau der Geldmenge eigentlich keine Konsequenzen auf die reale Allokation haben sollte. Und deshalb ist die Frage, wann fängt dieser Long Run tatsächlich relevant zu sein? Ja, und wir sehen ja, in einigen Ländern geht das ganz schnell, nicht? In anderen Ländern dauert das eine Weile. Und wir haben gesehen, dass das Preisniveau entscheidend wichtig ist, weil das Preisniveau eigentlich der Hebel ist, der quasi die reale Kaufkraft von Geld und anderen nominal notierten Variablen reduzieren kann oder anheben kann. Zum Beispiel, wir sehen in Griechenland, lange Zeit gibt es
Tendenz nach unten mit den Preisen. Das heißt nicht nur, dass die Firmen leiden an Gewinnen, an ihren Gewinnmargen, sondern die Reallöhne, wenn man noch einen Job hat, steigen. Nicht? Also wenn die Löhne nicht mitfallen, dann steigen gegebenenfalls die Reallöhne. Das hat auch natürlich Konsequenzen. Aber man kann auch feststellen, dass wenn die allgemeinen Preise fallen in einer Volkswirtschaft, dass es auch mal Nachfrage ankurbeln sein kann, gerade was exportiert wird über den realen Wechselkurs. Insofern, all diese Mechanismen sind in dem Preisniveau drin. Wenn das Preisniveau irgendwie nicht in Bewegung kommt, hat man tatsächlich das Problem, dass wir Unterbeschäftigung haben könnten. Das war dieses schöne Bild. Und jetzt wollen wir mal nicht nur diese Schnappschüsse erklären, sondern wir wollen jetzt die Dynamik. Und da wird es richtig haarig. Deshalb begeistern sehr viele Leute für die Makroökonomie, weil es ist eine der großen offenen Rätsel, ist immer noch die beste Erklärung, oder sagen wir mal, die umfassendste, die General Theory, die allgemeine Theorie der Preisanpassung. Sie sehen ja, dass diese pinke Darstellung, diese rosa Kurve von der Geldmenge, man sieht eigentlich, was tatsächlich passiert. Wir haben letztendlich eine ganz langsame Anpassung des Preises, und eigentlich, wenn die Geldpolitik wirksam ist, kommt es voll in den Output, in die Nachfrage. Und was gerade diesen Anpassungspfad bestimmt, ist eine sehr spannende Frage. Um das zu erklären, müssen wir zurück auf die Theorie des aggregierten Angebots. Bislang haben wir die Nachfrage sehr gut auseinandergenommen. Wir werden zurückkommen auf die Nachfrage in einigen Tagen. Aber jetzt geht es ein bisschen darum, die Bereitschaft von Firmen und von, eigentlich allgemein gesprochen, von Produktionsfaktoren, die Güter und Dienstleistungen zu erstellen, die nachgefragt werden. Und zu welchen Bedingungen, wenn das vielleicht eine kleine Preiserhöhung oder für einen ganz großen Preisaufstieg, wann wird das denn passieren? Und das ist der trägen Anpassung von Unternehmen. Und wir werden quasi jetzt das Bindungsglied zwischen kurz- und langer Frist feststellen. Sie werden sich vielleicht in Makro 1 erinnern. Ich habe immer von zwei Vorgehensweisen von Ökonomen gesprochen. Es gibt die Möglichkeit, Wissenschaft induktiv und deduktiv zu erzeugen. Und die Mathematiker gehen in der Regel sehr deduktiv vor. Also sie schreiben ihre Annahmen auf und leiten die Implikationen davon ab. Es gibt andere Wissenschaften, wo das gar nicht möglich ist, oder die Astronomie zum Beispiel. Es geht darum, dass man Beobachtungen lange sammelt, weil man nicht auf die Planeten selber fliegen kann. Man kann wenigstens von Beobachtungen, von Licht und sonstigen elektromagnetischen Emissionen einfach mal sammeln und gucken, und welche Theorie kann ich aufstellen, um diese Daten zu erklären. Irgendwie ist die Wirtschaftswissenschaft oder die Wirtschaftswissenschaften dazwischen. Wir können nicht experimentieren, aber wir gehen davon aus, dass Menschen ständig versuchen, irgendwie ihr Wohlergehen zu steigern, und dass Firmen das selber machen. Und jetzt müssen wir gucken, ob die Daten damit konsistent sind. Also, die Phillips-Kurve, die ich zum Schluss des letzten Semesters vorgestellt habe, mit großer Mühe, habe den Grundstein gelegt für die nächsten Ausführungen. Also gucken Sie mal in Ihre Aufzeichnungen, lesen Sie bitte mal Kapitel 12 noch einmal in dem Buch, das ist sehr wichtig, es gibt sehr viel Prüfungsrelevantes davon. Die Phillips-Kurve war nicht damals letztes Semester klausurrelevant, aber das ist tatsächlich eine der wichtigsten empirischen Kenntnisse, die wir haben. Ich meine, wir sorgen uns um die Inflation, und wir versuchen händeringend zu verstehen, was liegt dahinter. Wir haben letztes Semester festgestellt, dass in den 20er, 30er Jahren die Arbeitslosenquote sehr hoch war. Vor 30, 40 Jahren davor
war die Inflationsrate höher, mal niedriger. Und dieser Forscher A.W. Phillips hat festgestellt, da gibt es eine negative Korrelation. Das ist nur eine Korrelation. Aber sie war zu Zeiten der Gold, des Goldstandards, als es keine Zentralbank Willkür gab mit der Geldmenge, gab es tatsächlich eine sehr starke negative Korrelation zwischen Arbeitslosenquote auf der einen Seite und Lohninflation, also die Zuwachsrate der Löhne. Der Phillips hat sehr, sehr aggregierte Daten genommen. Ja, die Phillips-Kurve war damals also Phillips selber war ein Ingenieur, also von der Ausbildung her, der hat eigentlich sehr viel Ahnung von Elektrotechnik und sowas. Also der hat das irgendwie alles mechanisch gesehen. Der hat sogar ich habe das gesehen, der hat eine riesen Anlage gebaut, um die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung mit farbigen Flüssigkeiten darzustellen. Also der Kerl war wirklich genial. Wir wissen ja Kreislauf und so weiter, Sie haben meine Bilder gesehen, das ist nichts verglichen mit diesem Gerät von A.W. Phillips. Und er hat das, es gibt glaube ich 10 Exemplare in der Welt, es gibt eins im British Museum oder im Science Museum, irgendwo in London. Und das kann man, ich habe das mal in seinem alten Büro gesehen, weil er war schon tot, aber sie haben sein Büro als Museum in der LSI aufgestellt und man konnte diese Flüssigkeiten sehen, wie das, also zum Beispiel mit einer Erhöhung der Konsumausgaben, was hat das für normalerweise zu bedeuten für die anderen Flussgrößen der VGR-Rechnung. Ja, Phillips hat das sehr gut verstanden, aber er hat nicht verstanden, warum die Löhne irgendwie steigen und fallen. Das hat er einfach nicht begreifen können. Und seine Schlussfolgerung war, das muss eigentlich mit Nachfrage und Angebot zu tun haben. Und dann hat er mal gesehen, in den Zeiten, als die Arbeitslosenquote in England niedrig war, stiegen die Löhne überproportional oder schneller als im Schnitt. Aber das war keine perfekte Beziehung. Nicht? Das Beunruhigende daran war eben diese nicht physikalische Genauigkeit, das stört eigentlich viele deutsche Studenten. Deshalb wenden sich viele Studenten von der Wirtschaftswissenschaft ab, weil es nicht genau ist. Es ist schmutzig, was wir machen, aber es ist spannend. Nicht? Spannend und schmutzig. Man hat die Phillips-Kurve aufgegriffen als eine Chance, mal diese lange Frist mit der kurzen Frist zu verbinden. Das war ganz toll, ja. Und viele Leute haben es einfach so genommen. Robert Solo, der große Robert Solo und Alan Blinder, sein Student und andere Leute haben gesagt, ja, jetzt haben wir es. Wir haben die Welt gelöst. Wir kriegen einen Nobelpreis dafür. Ja. Wir haben es verstanden, das war 1960 ungefähr. Und da brauchen wir nur den Präsident Kennedy zu sagen, was er zu tun hat. Der muss die Inflation ein bisschen in Kauf nehmen. Aber da kann ruhig mal die Steuern senken, die Ausgaben erhöhen. Und so weiter. Und das hat Kennedy nicht ganz zum Ende gemacht, machen können, aber der Johnson, sein Nachfolger, hat das getan. Und wir haben letztes Semester gesehen, ich habe Ihnen das ganz deutlich gezeigt, was passiert ist. Das ging eine Weile, aber dann als der gute Richard Nixon versucht hat, die Arbeitslosenquote wirklich ein bisschen nach oben zu treiben durch eine Steuererhöhung, durch eine Ausbremsung der Nachfrage, ging die Inflation nicht zurück. Das war die große Krise der keynesianischen Wirtschaftstheorie. Damals in den 70er Jahren ging die Inflation nicht zurück. Und dann hat man gesagt, hey Mensch, diese Phillips-Kurve ist Schrott eigentlich. Das war das Urteil und dann gab es viel Arbeit daran. Aber wir haben festgestellt, dass die Phillips-Kurve, Phillips hat das auch geschrieben übrigens, wenn Sie Phillips 57 lesen, schreibt er, oder 58, er schreibt explizit, dass es eine empirische Regelmäßigkeit ist und ich warte noch auf eine theoretische Begründung. Ja. Auf jeden Fall müssen wir uns damit beschäftigen, weil wir jetzt 2016 immer noch das Thema haben. Wir haben niedrige Inflation, sogar in manchen Ecken der Welt fallende Inflation. Sogar, man will überhaupt negative Inflation, Deflation. Aber man weiß, dass in dem Moment, wo man anfängt, etwas zu ignorieren, wird es wieder das Haupt wieder zeigen. Und dann werden wir uns alle
ziemlich klein aussehen. Insofern gucken wir uns das noch einmal an. Phillips-Kurve in der Theorie. Es ist eine Wechselbeziehung, vermeintlich, nicht? Also aufgrund von induktiven Schlussfolgerungen, also eine Beobachtung per se, dass die Inflation reduziert werden kann, wenn man einfach mal die Arbeitslosigkeit in die Höhe treibt. Also macht man das, um Menschen Schaden zuzufügen? Nein, aber die Erkenntnis wäre, eine Wirtschaft, die hohe Inflation hat, vielleicht ist überhitzt, das läuft zu schnell, also all Dinge, die zu Preissetzungen führen, werden wir gleich sehen, laufen ein bisschen aus dem Ruder. Und das schadet natürlich auch Menschen, die Renten beziehen oder feste Einkünfte haben, schlechte Verträge haben, nominal in Euro oder in D-Mark und so weiter. Insofern, das war die Überlegung. Ja, man kann das auch algebraisch, das werden wir später sehen, man kann das alles mal aufschreiben. Aber Sie sehen schon, ich habe das ein bisschen angepasst da. Es gibt diese Pi-Quer-Balken, das könnte man als Absolutglied, einen Zentrierungsparameter. Wir werden später das als Erwartungen verstehen. Erwartungen, Inflationserwartungen oder Core Inflation, gibt es auch eine Bezeichnung, oder erwartete Inflation oder sogar Underlying Inflation wird auch mal im Englischen verwendet. Das ist so eine Anker in dem System, das vorwiegend durch die Erwartungen der Menschen festgenagelt ist. Und wenn die Menschen glauben, dass die Inflation niedrig ist, haben wir gesehen in den Daten, dann wird die Inflation niedrig sein. Sie kommt nur ganz langsam heraus. Und in dem Moment, wo Sie irgendwann mal feststellen, hey, ich liege total daneben, dann werden Sie natürlich versuchen, nicht nur einmal, sondern wiederholt, Ihre Kaufkraft in allen möglichen Formen zurückzuholen. Und das ist gerade das Spannende. Was führt dazu, dass Menschen plötzlich auf die Idee kommen, Mensch, das ist sozusagen ein nominaler Betrug, der stattfindet. Und kann man sich organisieren? Manchmal geht das nur mit Gewerkschaften oder mit Unternehmen zusammen in einem Verband, dass diese Preisbewegung nominal in den Gang kommt. Aber wir beobachten keine sofortige Anpassung. Und das ist, wie gesagt, das ist das Spannende. Es gibt so viele interessante Doktorarbeiten darüber. Man ist immer noch nicht am Ziel. Aber die Zentralbanken der Welt sind so fixiert auf diese Frage. Warum ist diese Kurve so und was bringt Pi-Querbalken in Bewegung? Und das wird uns eine Weile beschäftigen. Auch diese Anstiegsparameter, diese Steigung der Phillips-Kurve ist auch nicht in Stein gemeißelt. Das hängt auch von der Struktur der Volkswirtschaft ab. Wenn Sie in einer landwirtschaftlichen Volkswirtschaft sind, Sie produzieren nur Dinge, die auf einen vollständig kompetitiven Markt geschmissen wird, dann wird diese Preissetzung sehr volatil sein. Und das heißt, die Inflation kommt sehr schnell in Gang. Na, wobei, wenn Sie in einer Dienstleistungswirtschaft arbeiten, setzen Menschen die Preise vielleicht alle 6 oder 12 Monate und dann sind sie fest, sitzen sie fest in ihren Verträgen, dann kommen die Preise nur langsam in Gang. Ja, insofern, diese B-Parameter ist strukturell zu verstehen, aber diese Struktur ist auch nicht in Stein gemeißelt. Kann sich auch ändern. Wir sehen Volkswirtschaften wie China, geht in die industrielle Phase sehr schnell, rasant ein. Aber das wird nicht lange dauern, bevor China auch mal zur Dienstleistungswirtschaft wird. Klar, ich erwähne China so häufig, weil es wirklich mich beschäftigt. Es ist ein sehr wichtiges Land auf der Erde. Hier ist die Realität der Phillips-Kurve. Sie sehen ja, das ist keine super Regel. Ich meine, die Regelmäßigkeit ist da. Sie sehen tendenziell negative Korrelation. Sie können übrigens für eine schöne Bachelorarbeit die Korrelation von Delta U und Delta Pi für Deutschland einfach plotten. Ja. Das wäre keine super Bachelorarbeit, aber man könnte das machen. Man könnte sehen, was für ein Anstieg, das heißt, ich garantiere Ihnen, das ist tendenziell negativ. Aber da gibt es Outliers, es gibt Punkte in dieser Wolke, die wirklich oberhalb oder unterhalb liegen. Und diese sind auch zu verstehen. Aber Sie sehen ja, zu den Zeiten des Goldstandards war es eine relativ robuste negative Beziehung. Und all das, was hier rüberspringt und mit der hohen Arbeitslosigkeit und so weiter, das ist genau in dieser Zeit, als es Deflation gegeben hat. Wenn es Gold gibt als
Metallbasis für die Geldschöpfung, dann ist die Geldmenge eigentlich ein bisschen gebunden. Es kommt nicht zu Hyperinflationen. Manche sehen das als Vorteil des Goldstandards. Ich sehe das eher als einen Scheinvorteil, weil natürlich, wenn die Wirtschaft wächst, ist kein Geld da und man muss auf die Miners warten, genau wie man auf Bitcoin warten müsste, wenn wir nur Bitcoin benutzen würde. Aber auf jeden Fall, diese negative Korrelation ist ziemlich interessant. Gucken Sie mal links, das ist UK in der letzten Zeit und dann vergleichen Sie das mit 16 Ländern, alles zusammengewürfelt, ohne Gewichtung gemittelt. Und Sie sehen tendenziell tatsächlich negativ, aber immer ab und zu mal gibt es diese Sprünge, zum Beispiel 21 auf 22 gab es offensichtlich eine Verschiebung dieser Kurve. Und dann gab es ab den 50er Jahren eine relativ stabile Situation bis zur Ölpreiskrise 73. Und das zeigen wir gar nicht, weil es so volatil geworden ist. Insofern müsste man eigentlich sich damit beschäftigen. Und ich möchte mal hervorheben, die neukeynesianische Wirtschaftstheorie basiert auf der Erkenntnis, dass Firmen Preise setzen und nicht irgend so ein Auktionator. Also die Preise werden nur in einem Grenzfall von Perfect Competition irgendwie bestimmt. In der Regel ist jeder irgendwie schon relevant. Also wenn dieser Berlin Dungeon irgendwie ihre Preise anhebt, hat das eine ganz kleine Auswirkung auf das Preisniveau in Berlin. Nicht? Und das wird für bestimmte Akteure eine Relevanz haben. Und die Ausstreuung dieser Relevanz ist vielleicht nicht so viel, wenn McDonald's ihre Preise anhebt. Nicht? Das ist eine Kette, viele, viele, viele Kunden und viele Leute, die vielleicht regelmäßig dort speisen wollen, dann werden sie natürlich das auch mal registrieren. Oder wenn sie in eine Kneipe gehen, also was wir alle häufig tun, oder in einen Club und sie kaufen sich ein Getränk und sie sehen halt, wie dieser Getränkepreis sich ändert. Nicht? Das sind immer als Aufschlag zu verstehen auf Kosten. Jedes Unternehmen will Gewinn machen. Deshalb geht es immer um den Aufschlag. Wenn Sie mit praktischen Menschen reden, einige von Ihnen sind Betriebswirte, geht es eigentlich um den Gewinn. Gewinn ist nicht schlecht. Nicht? Also es steuert die Menschen in die richtige Richtung. Von Angebot und Nachfrage her kann man das sehen, vor allen Dingen vom Angebot her. Das heißt, wenn die Kosten steigen, müsste man eigentlich was tun. Man kann natürlich warten. Man kann sehen, ist dieser Kostenanstieg permanent? Habe ich die Möglichkeit, die Kosten weiterzugeben? Oder muss ich ausscheiden aus dem Markt, weil mein Gewinn null oder negativ ist? Und wird mein negativer Gewinn von Dauer sein? Deshalb möchte ich mal ganz kurz eine kleine algebraische Zerlegung der Inflation. Das ist eigentlich wie eine Solo-Zerlegung. Wir versuchen mal, die Preisentwicklung zu zerlegen und dann sehen Sie genau, wo diese Bewegung herkommt. Und dann gehen wir zurück auf die Theorie. Okay? Das heißt, wir werden zunächst einmal die Lohnstückkosten als Kosten, als Basis für den Aufschlag, das heißt, wenn meine Kosten, was kostet es mich als Restaurantbetreiber, ein Essen auf den Tisch zu bringen? Nicht? Wir sind alle betriebswirtschaftlich interessiert, weil wir sonst hier nicht wären. Ich denke auch, ja, wie geht das eigentlich da vor? Ja, was sind meine Kosten? Ich habe Arbeitskosten, ich habe Betriebskosten, die sonst meine Miete, meine Zwischenprodukte, die ich einkaufe, die Vorleistungen, die ich ersteigen musste. Und vielleicht habe ich Kredit, da muss ich mal diese Kredit bedienen. All diese Kosten bilden meine Vorstellung von den Preisen, die ich verlangen muss, um quasi über Wasser zu halten. Und wenn ich Glück habe, werde ich mehr verlangen, weil der Markt mir das hergibt. Nicht? Und wenn ich das nicht tue, wird irgendein anderer das tun. Das ist Mikroökonomie. Ich möchte diese zerlegen, weil wir wollen Philips verstehen. Wir müssen, um Philips zu verstehen, warum diese Löhne so wichtig sind für die Inflation. Und um das zu verstehen, müssen wir verstehen, warum steigen die Löhne mal schnell, mal niedriger, weniger schnell, warum fallen sie?
Da würden wir mal diese Zerlegung so vorlegen. Ich werde mal das gleich umschalten. Wir machen das mit dem Stift. Hoffentlich funktioniert alles heute. Na, sagen Sie nicht, dass der Stift nicht dabei ist. Ja, der ist da. Aber bevor ich das mache, muss ich diese Lohnstückkosten noch einmal hervorheben, weil wenn Sie an diesen Kneipier denken, dann denken Sie, ja, die Arbeitskosten sind vielleicht hoch, aber was ist, wenn ich ein Stahlunternehmen habe? Da habe ich vielleicht 30 Leute und die sind alle sehr produktiv, weil sie mit so viel Ausrüstung arbeiten, sind sehr produktiv. Eigentlich sind meine Kapitalkosten die entscheiden oder meine Materialkosten. Also zunächst mal zu den Kapitalkosten im aggregierten Sinn, wenn Sie quasi Input-Output-Tabelle berücksichtigt haben und gesehen haben, wo ist die Netto-Wertschöpfung einer Volkswirtschaft? Wir wissen aus Marco 1, dass 2/3 der Gesamtkosten sind vom Faktor Arbeit. Die sind auf den Faktor Arbeit zurückzuführen. Nur 1/3. Und das ist vor Steuern, also vor Abführen von Steuern und Lohnnebenkosten und so weiter. Das heißt, aggregiert, und das ist für uns das Einzige, was wichtig ist, es gibt mal Unternehmen, wo die Lohnkosten vielleicht 90% der Kosten ausmachen, aber dafür gibt es einige, wo die Lohnkosten vielleicht 20% ausmachen. Und im aggregierten Ergebnis sind wir bei 2/3 Lohnkosten. Und ich meine jetzt Bruttolohnkosten, nicht was die Arbeitnehmer mit nach Hause nehmen, sondern was sie alles kosten. Ich rede jetzt natürlich im großen Ausmaß von den Lohnnebenkosten, die die Unternehmen zahlen an den Staat für Sozialleistungen, die wichtig sind oder ist. Trotzdem muss man das berechnen, ansonsten lügt man an der Realität vorbei. Insofern kann man das eigentlich in der Makroökonomie das sehr schnell erkennen. Also die Lohnstückkosten sind nichts anderes als das Verhältnis Nominallohn zu Produktivität. Und wir haben einen Makroindikator für Produktivität. Das ist nominal, wäre einfach die nominale Wertschöpfung durch Arbeitszeit oder Arbeitsleistung. Und je nachdem, wie wir L messen, ob das in Stunden, die Deutschen sind sehr gut bei der Messung, also es gibt eine wahnsinnig gute Aufzeichnung der gesamten Stunden. Es ist eine Schätzung, also keiner weiß es für hundertprozentig, aber es gibt eine sehr gute Schätzung von der Anzahl der Stunden, die in jedem Jahr hierzulande geleistet werden. Das ist Wahnsinn. Ja? Und da kann man tatsächlich brutto Inlandsprodukt durch geleistete Stunden teilen, dann hat man tatsächlich eine gesamtwirtschaftliche Stundenproduktivität. Und das kann man vergleichen mit den Lohnkosten, die eine Stunde verursacht. Andersrum kann man einfach L für Köpfe nehmen und das mal als Nenner nehmen. Dann kriegt man irgendwie so eine nominale Lohnstückkosten pro Menschen, der beschäftigt ist in einem Quartal oder einem Jahr. Wenn Sie das umschreiben, dann haben Sie W durch P durch Y durch L. Insofern der Lohnanteil ist ein sehr, sehr wichtiger Indikator für die Lohnstückkosten in einer Volkswirtschaft. Die Lohnstückkosten ist nichts anderes als der Lohnanteil. Nicht? Das heißt, Sie können ja nach der Vorlesung ins Internet gehen und holen Sie mal die STABU-Daten und Sie können selber berechnen, der Lohnanteil. Also es wird sehr schön ausgewiesen. Und für uns was interessant ist die Entwicklung über die Zeit hinweg von dieser Größe. Sie fällt natürlich, sie kann steigen, sie fällt, wenn die Produktivität schneller anwächst als der Reallohn. Das ist der Zeit in Deutschland eigentlich in der letzten Zeit. Also die Wirtschaft boomt. In der Regel sind die Löhne und die Preise etwas träge. Und dieser Lohnanteil geht herunter. Das ärgert manche Politiker, Gewerkschaften auch. Sie sagen, das ist unser Anteil, das steht mir zu. Nicht? Dann versuchen Sie mal, den Nominallohn anzuheben. Sie können das Preis nicht senken. Das Preisniveau können Sie nicht senken. Sie können nur den Nominallohn
anheben. Und das können Sie nicht einfach per Knopfdruck. Sie müssen es eigentlich durch Abschlüsse, durch hartes Verhandeln, durch Mindestlohnerhöhungen oder sonst was, nicht? Und wir sehen jetzt so eine Kehrtwende in Deutschland, dass gerade die Nominallöhne jetzt in Bewegung kommen. Wir haben 3% Wachstum im letzten Jahr. Das heißt, eigentlich wird diese Größe etwas angepasst. Also meine Vorhersage, sie steigt allmählich. Aber das können Sie jetzt in Realtime verifizieren. Leider kriegen wir diese Daten mit etwas Verzögerung. Also wir müssen schon ein paar Quartale warten, bevor sie aktuell von der Presse in Erfahrung gebracht werden. Nicht? Das Problem in der Makro ist sehr viel, was uns interessiert, ist endogen. Das heißt, sie wird bestimmt von anderen Faktoren. Es gibt Rückkopplungseffekte. Gerade die Lohnentwicklung, ich habe gerade gesagt, es hängt von dem Verhandlungsgeschick der Parteien, aber auch von der Verhandlungsmasse. Das werden wir später sehen. Aber ich behaupte einfach mal dahin, kann theoretisch begründet werden, wird auch begründet. Die hängt zunächst einmal von der erwarteten Inflation ab. Das würde ich jetzt alles mal zeigen, das ist eine kleine Ableitung. Aber ich meine, wenn Sie die Lohnverhandlungen der letzten Zeit, meinetwegen die Verdi zum Beispiel, also der öffentliche Dienst, das Erste, was erwähnt wird, ist die erwartete Inflation. Und natürlich, die Arbeitgeber sagen, ja, die Inflation ist 1%, 1,5% in Deutschland seit Jahren. Was wollt ihr denn? Nicht? Das ist, oder zum Beispiel, es wird jetzt gesagt, die Inflation liegt ein bisschen höher, vielleicht wollen wir mehr haben oder in anderen Ländern. Das ist immer so ein wichtiger Teil der Verhandlung. Zweitens, Produktivität. Was gibt es zu verteilen? Selbst bei hohen Inflation kann man sagen, hey, unsere Gewinne sind dahin geschmolzen, wir haben nichts zu verteilen. Nicht? Das heißt, es ist hin und her. Und gerade die Verhandlungsmacht der Arbeitgeber ist ein bisschen im Voraus, weil sie diese Information besser haben. Deshalb gibt es in Deutschland bei den Gewerkschaften große Lust, mal mitzubestimmen, damit sie wissen, wie es wirklich aussieht in dem Unternehmen. Das finde ich auch schon legitim. Ja? Also die Verhandlungsmacht ist nicht nur alles, sondern man muss auch Wissen haben. Wissen ist Macht eigentlich. Ne? Insofern Produktivität und die Verhandlungsposition am Markt, was das heißt, ist in der Konjunktur, über die Konjunktur hinweg, gibt es immer unterschiedliche Möglichkeiten gegenüber dem Arbeitgeber oder gegenüber dem Arbeitnehmer etwas Vorteil zu haben. Wenn gerade die Arbeitslosenquote niedrig ist, könnte man sich vorstellen, ja, da die Arbeitnehmer haben einen kleinen Vorteil, weil die Arbeitgeber keine Alternativen haben. Nicht? Die kriegen keinen schnellen Ersatz. Man kann natürlich immer das Unternehmen einfach verlassen, wenn der Lohn zu niedrig ist. Aber man kann sagen, okay, wir streiken oder wir werden alle mal andere Möglichkeiten finden. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es Vorteil für die Arbeitnehmerseite. Andererseits, wenn die Arbeitslosenquote sehr hoch ist, dann sieht es eigentlich ziemlich düster aus. Man freut sich, dass man überhaupt einen Job hat. Und dann versucht der Arbeitgeber, diese Macht auszuspielen und auf Nullrunden zu plädieren. Nicht? Insofern ist es eine sehr komplexe Situation. Ich will einfach mal zeigen, anhand einer Zerlegung, wie das aussieht. Man kann tatsächlich so eine kleine Erkenntnis gewinnen, bevor wir zum nächsten die Daten angucken. Nicht? Also die Daten ist auch mal schön. Prima. Okay. Also Sie können das im Prinzip als so eine Art Solo-Zerlegung sehen. Das gibt es nicht im Lehrbuch übrigens. Deshalb ist es gut, wenn Sie tatsächlich mal in die Vorlesung gehen. Ich mache das auch nicht absichtlich. Aber ich finde es trotzdem, ich finde es einleuchtend und ja, wie gesagt, das ist schon relevant. Also es geht um Pi. Pi haben wir definiert als
Preisauftrieb oder die Inflationsrate. Und das ist Delta P durch P. Wobei Delta eine Veränderung ist über einen Zeitintervall. Das heißt, wir sind in diskreter Zeit. Wenn Sie wollen, könnte man das mit Subskripten versehen. Und dann könnte man einfach mal PT minus 1 durch PT minus 1. Das ist eine, faktisch, wie man das misst. Ja, aber wir sind Ökonomen, wir können mal ein bisschen diese Kleinigkeiten ignorieren. Das heißt, selbst wenn es keine wöchentliche Messung von Preisen gibt, könnte man sich vorstellen, es gibt eine Preis-Inflationsrate, die wöchentlich ist. Ja? In der Regel kriegen wir eigentlich Preis-Lasper-Preisindizes alle 30 Tage. Nicht? Also es gibt diese CPI oder Verbraucherpreisindex der Europäischen Währungsunion, harmonisiert über alle Mitgliedsländer. Die Deutschen haben super Lasper-Indizes in allen möglichen Bereichen, vierköpfige Familien, Rentnerfamilien, Familien ohne Kinder und so weiter. Und da nehmen wir einfach mal wir nehmen einfach irgendeinen Preisindex. Eigentlich für uns ist ein wichtiger, hier geeignetere Messung ist eigentlich ist der BIP-Deflator. So eine Paarsche Index für das BIP, für die Wertschöpfung einer Volkswirtschaft. Warum? Weil es geht hier um die Kosten. Und wenn Sie CPI, wenn Sie Verbraucherpreisindex nehmen, dann haben Sie das Problem der Importe. Und die sind auch wichtig. Wir werden gleich darauf eingehen. Aber wir schielen hier ein bisschen auf die internen Begründungen für Lohnerhöhungen und Preiserhöhungen. Okay? Wir hören später auf die, das ist ein sehr interessanter Unterschied. Für kleine offene Länder ist es entscheidend wichtig. Ja. Okay. Die Vorstellung ist, bei festem Aufschlag, also bei einem, also der Unternehmer sagt, ich mache 30% auf den Preis. Und das ist auf die Kosten, und das ist mein Preis. Also mein Preis ist 130% meine Kosten. Manche machen es so, also man könnte sogar 50%, je nachdem. Okay. Wir werden zunächst einmal, wir werden das vertiefen, ja, natürlich, dieser Aufschlag kann variabel sein. Gerade wenn die Wirtschaftslage sehr gut ist oder wenn umgekehrt kann das anders ausfallen. Aber das wäre genau dasselbe wie der prozentuale Entwicklung der Stückkosten. Das ist ein Delta. Stückkosten. Und diese Stückkosten kann man zerlegen, jeweils in Lohnstückkosten. Und nicht Lohnstückkosten. Und man muss quasi auch eine Gewichtung vornehmen. Das ist, kann man auch mal zeigen. Hier nehme ich einfach mal der Arbeitnehmeranteil an Kosten und das ist der Nicht-Arbeitnehmeranteil an Kosten. Und zumal wir eigentlich, wenn es um Wertschöpfung geht, wird das genau aufgehen. Die Nicht-Lohnstückkosten sind die Kosten der Produktionsfaktoren, die nicht Arbeit heißen. Warum? Also in unserem Fall werden alle sonstigen Preise einfach weitergegeben, müssen weitergegeben werden. Alle Inputkosten werden einfach mal weitergegeben. Hier geht es in der Betrachtung hier um diese Lohnstückkosten und Nicht-Lohnstückkosten. Und für die aggregierte Volkswirtschaft, ja, wir nehmen das sehr ernst mit der Aggregation, Aggregationsschritt. Und man kann zum Beispiel dies weiter aufdröseln. Die Lohnstückkosten hatten wir gerade als W durch PYL beziffert. Und da kann man tatsächlich hier
als Produktivitätsentwicklung schreiben. Delta Y durch L durch Y durch L, das ist die prozentuale Entwicklung der Arbeitsproduktivität. Und das wäre eigentlich ein negativer Einfluss auf diese Lohnstückkosten. Positiv wäre die Entwicklung der Nominallöhne. Also insofern ein Rennen zwischen Nominallöhnen und Nominalproduktivität. Und um das Nominalproduktivität richtig darzustellen, müsste man eigentlich ein PY hier und PY hier haben. Das ist genau, was ich vorhin hatte. Und auf dieser Seite kann man sagen, okay, ich werde das einfach mal auf zwei Dinge zurückführen. Es gibt eine Koinflation in der Volkswirtschaft und es gibt Schocks. Es gibt einfach Kostenschübe, die durch Preiserhöhungen von Rohmaterialien, Rohstoffen oder von anderen Dingen entstehen. Und zum Schluss kann man das weiter zerlegen als, oder umschreiben als Koinflation, weil hier 1 minus Alpha mal diesen Teil. Und dann kann man die Inflation herausholen als Koinflation. Da hat man tatsächlich Pi plus Delta Y durch L, Y durch L. Minus F U minus U Querbalken. Also das werden wir erstmal außer Acht lassen und wir zerlegen weiter hier dieses Element. Und das würde heißen, dass die Lohnentwicklung tatsächlich von der Inflation, die erwartet wird, oder Koinflation, von der, ich stelle mal Produktivitätsentwicklung und hier die wandelnde Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das ist eine Zerlegung, die man durchnehmen kann. Man sieht eigentlich, wo die Möglichkeiten, Lohnerhöhungen durchzuboxen oder zu bekommen, herkommen könnte. Und die nächsten Schritte jetzt wird das alles ein bisschen formaler darzustellen. Also diese Art von Zerlegung ist vielleicht für viele, es ist wirklich nur eine Zerlegung. Also wir haben nichts erklärt. Wir haben nicht erklärt, weshalb die Inflationsvorstellungen, Erwartungen in Bewegung kommen. Und wir haben auch nicht die Produktivitätsentwicklungen und vor allen Dingen hier die Entwicklung der Arbeitslosigkeit relativ zu der gleichgewichtigen oder normalen Arbeitslosenquote mit eine Rolle spielt. Aber die Tendenzen sind klar. Also höhere Inflationserwartung führt zu höheren Lohnabschlüsse, höhere Produktivitätsentwicklung in der Wirtschaft, nicht nur in einem Sektor ebenso. Und wenn die Arbeitslosenquote hoch ist, dann drückt das auf die Lohnentwicklung. Und das wird wieder in die Preisgleichung eingesetzt und dann kriegen wir tatsächlich diese zirkuläre Abhängigkeit. Also dann kehre ich mal zurück. Ich werde das, wenn Sie wollen, kann ich das in einem Handout zusammenfassen. Das ist relativ trivial, aber von großem Gewicht, weil in der nächsten Zeit werden wir uns mit dieser Firmenentscheidung beschäftigen. Nicht? Also wieso das so ist. Und wir haben das alles gelernt. Wir haben das schon mal alles gelernt in der Mikro. Aber nochmal, zum Untermauern, zum Belegen von meiner Behauptung, das ist eine alte Tabelle, aber sie hat sich in der sechsten Auflage sich kaum geändert. Das sind die Lohnanteile, das ist sozusagen diese W mal L durch P mal Y, der Lohnanteil in der Gesamtwirtschaft. Also ich rede nicht von einem Sektor, von einem Unternehmen, sondern wenn Sie die ganzen
Input-Output-Beziehungen aufgehen lassen. Alles, was übrig bleibt, ist die Wertschöpfung einer Volkswirtschaft. Und Sie sehen ja, die Zahl quer durch die Wirtschaft hinweg bleibt irgendwie mal zwischen 50% und 75%. Also bei den beim verarbeitenden Gewerbe ist es ein bisschen weniger als bei Einzelhandel in vielen Fällen, weil eben da die Arbeitsintensität höher liegt. In Chemie ist es niedrig, weil eben sehr kapitalintensiv ist. Also das sind alle so. Aber Sie sehen, es ist selbst innerhalb dieser Kategorien nicht ganz regelmäßig. Es gibt einige Sektoren, zum Beispiel in Japan. Es ist erstaunlich, wie unintensiv die Chemie ist. Das hängt wahrscheinlich auch mit der gerade Mechanisierung ab und so weiter. Also, wie geht das weiter jetzt? Wir müssen jetzt Mikrofundierungen finden für diesen Aufschlag. Und gerade jetzt wird das mit uns beschäftigen. Wir werden versuchen, mal diese als Kampf der Aufschläge verstehen. Das heißt, diese Annahme, die ich implizit getroffen habe, das macht alles noch interessanter. Die Firmen setzen die Preise, aber vielleicht ist ihr Aufschlag nicht konstant. Nicht? Und wenn man das versteht, kann man diese Zerlegung vielleicht besser nachvollziehen. Also die Firmen setzen Preise und die Preise werden bedingt durch ihre Produktionskosten. Und wir werden später zeigen, und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, nicht nur die gegenwärtigen Produktionskosten, sondern auch die zukünftigen. Das heißt, die Firmen reagieren nicht einfach mal mechanisch auf eine Kostenerhöhung. Die müssen sich überlegen, ja, lohnt es sich jetzt, die Preise anzupassen? Ist das eine relativ permanente Entwicklung? Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir auch sehen heutzutage. Manchmal steigen die Ölpreise und oh Gott, jetzt kommt die Hyperinflation. Nein, je nachdem, wie die Firmen und Haushalte diese Ölprodukte verwenden und das permanent oder vorübergehend sehen, wird das auch ihr Verhalten beeinflussen. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb ich hierauf sehr, sehr tief eingehen möchte, ist, weil in der Makroökonomie ist das größte Erkenntnis überhaupt, die größte Erkenntnis ist, dass die Zukunft die Entscheidungen von der Gegenwart bedingen. Die Erwartungen der Zukunft bedingen die gegenwärtigen Entscheidungen. Und manchmal, wir gehen davon aus, dass es alles relativ rational ist. Vielleicht gibt es auch irrationale Entscheidungsträger. Vielleicht wird man hysterisch, dass die Ölpreise explodieren oder dass die Nachfrage kollabiert oder sonst was. Aber in den meisten Fällen haben die Menschen im Durchschnitt recht. Ja, die liegen richtig. Da gibt es schöne wissenschaftliche Studien darüber. Also der CIA benutzt sogar die Meinung von Hausfrauen, um bestimmte Dinge zu vorhersagen, weil sie richtig liegen. Ne? Die Masse versteht das manchmal besser als die Wissenschaftler. Insofern ist es sehr interessant, dass zunehmend Wirtschaftsforschungsunternehmen gehen in die Haushalte und fragen ab. Ja, wie seht ihr die Inflation? Wie seht ihr die Rente? Wird das gut oder schlecht? Diese Erwartungen sind manchmal liegen richtig. Es gibt natürlich auch andere, die sagen, die liegen richtig, weil sie sich selbst erfüllen. Nicht? Das ist auch so eine interessante Idee. Aber egal, jetzt geht es darum, Firmen setzen Preise, gucken nach vorne. Und das betrifft auch die Arbeitnehmer. Die haben auch Erwartungen. Die erwarten auch die Inflation. Die Gewerkschaften sitzen nicht da und drehen Däumchen. Die denken über die Inflation nach. Die haben Volkswirte, die Prognosen erstellen für sie und die geben diese Prognosen in die Runde und die versuchen ihre Verhandlungsergebnisse zu beeinflussen. Ja, das Letzte ist interessant, im Gleichgewicht müssen diese unterschiedlichen Vorstellungen eigentlich miteinander konsistent sein. Es gibt nur ein Preisniveau in der Volkswirtschaft, es gibt ein Preisniveau für die Unternehmer, ein Preisniveau für die Gewerkschaften, einen Lohn für die Unternehmer, einen Lohn. Nein, die müssen eigentlich in einem Art Gleichgewicht konsistent sein. Und das müssen wir
Wir versuchen das wie in Kapitel 12 jetzt das darzustellen. Also ich habe diese Zerlegung gemacht, um einfach ein bisschen zu zeigen, man kann das alles mechanisch zerlegen. Jetzt versuchen wir ein bisschen Ökonomie da reinzubringen. Wir fangen jetzt an mit dieser Aufpreismöglichkeit. Also jetzt habe ich das SK heißt Stückkosten wie vorher. Ich schreibe Theta für den Aufschlag. Das ist auch eine typische Bezeichnung. Bei konstante Produktivität jetzt, ich lasse das alles mit der Produktivität weg, diese konstante Aufpreis, um zu zeigen, dass es ja quasi einen Kampf der Aufschläge geben kann. Die Durchschnittskosten in diesem Fall bei konstanten Produktivität sind einfach durch dieses Verhältnis bestimmt, Stundenlohn durch Stundenproduktivität. Wenn sie ansteigt, gibt es höhere Preise und wenn sie fällt, gibt es niedrige Preise. Die Arbeitnehmer, man kann, wenn man denkt, wenn sie mit ihren Vertretern in Verhandlungen gehen, haben natürlich eine gewisse Verhandlungsmacht, weil wenn sie nicht arbeiten, gibt es keine Produktion, es gibt keinen Gewinn, es gibt nichts. Deshalb, ob das zum Streik kommt oder um den üblichen Druck, den Arbeitnehmer ausüben können, werden diese Löhne sozusagen auch als Marktergebnis möglicherweise gesetzt. Und da in diesem Fall geht es wirklich um die Preiserwartungen, die die Arbeitnehmer haben über die Lebenskosten, die sie zahlen müssen mit ihren Löhnen. Vergessen Sie nicht, also in Makro 1 ging es um den Reallohn. Wir haben eben diese schöne Vorstellung, die völlig, es ist eine theoretische Vorstellung, aber in der Tat zahlen wir mit Euro. Wir zahlen nicht mit irgendwelchen Gütern und wir kriegen keine Güte als Vergütung für unsere Arbeit. Wir kriegen Euro, Bilanz, Bank, Verbindlichkeiten ausgezahlt, die wir wieder verwenden können. Also die Geldmenge ist wirklich ganz wichtig und liegt hinter diesen ganzen Messungen. Also W und PE und P sind alle in Euro beziffert. Das heißt, man kann tatsächlich die Lohn als Anteil der Produktivität sehen, als einfach mal als Aufschlag auf die erwartete Preise bei gegebenen Produktivität. Ich schreibe erstmal diese Gamma ist auch eine Art Aufschlag, aber kleine Null, weil es eben nicht möglich ist, dass der Lohn mehr als die Produktivität ist der Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer müssen einen Teil ihrer Produktivität an die Arbeitgeber abtreten und deshalb wird Gamma hier kleiner Null sein. Und dann kann man das beide, die vorherige Folie und diese kombinieren. Man kriegt tatsächlich das Ergebnis, dass die Preise, die von Unternehmen gesetzt werden, sind Produkt von zweierlei Aufschlägen auf einen erwarteten Preis. Nicht? Also das heißt, diese Zirkularität der Preis- und Lohnfindung wird hier plastisch gemacht. Und wenn die Menschen richtig liegen, müssten eigentlich PE gleich P sein. In einem langfristigen Zustand müsste eigentlich diese Konsistenz sein. Das kann man tatsächlich nur erklären, dass sie auseinandergeraten sind, wenn die Preisaufschläge tatsächlich in Bewegung kommen. Zum Beispiel, man stellt fest, dass dieser Preisaufschlag Theta ist leicht antizyklisch. Das ist interessant. Man würde es nicht denken, aber in der makroökonomischen Betrachtung ist der Aufschlag auf den Lohn eigentlich negativ korreliert mit der Konjunktur. In guten Zeiten können die Unternehmen eigentlich weniger Aufschläge auf die Stückkosten und trotzdem viel Gewinn machen, weil die Volumina so ausgeweitet sind. Nicht? Und das ist eine andere Ausdrucksweise für die Tatsache, dass der Lohnanteil tendenziell antizyklisch läuft. Also in guten Zeiten geht WL durch PY nach unten. In Rezessionen geht sie rauf. Und Sie verstehen schon ein bisschen, worum es geht. Also die Aufschläge, die Firmen sich erlauben können, die können tatsächlich niedriger, weil sie über das Volumen eigentlich sehr prozyklische Gewinne haben. Ich meine, das war von Makro 1 eine der wichtigsten
Regelmäßigkeiten in der Makroökonomie ist, dass die Gewinne prozyklisch sind, und zwar sehr prozyklisch. Das hat Burns und Mitchell in den 20er Jahren gesehen. Es ist immer noch so. Und das ist, hängt damit zusammen, dass die Löhne etwas träge sind, aber die Produktivität springt, also bewegt sich sehr, sehr stark prozyklisch. Und die Reallöhne sind leicht prozyklisch. Das heißt, in guten Zeiten versuchen und kriegen die Arbeitgebervertretungen mehr im Vergleich. Und daraus ergibt sich ein Kampf der Aufschläge. Und die Preise, wenn Sie das alles zusammenfassen, also wenn Theta raufgeht, Gamma runter, heißt es, dass die Preise sich eigentlich weniger bewegen, wie sie sonst sich bewegen würden, wenn die Preisaufschläge konstant wären und in den konjunkturellen Entwicklungen. Und das ist gerade der moderne Versuch, das alles zu erklären. Und wir können weitertreiben, wir können tatsächlich die Mikroökonomik aufrufen und verstehen, warum die Firmen tatsächlich mit diesen antizyklischen Aufschlägen leben können. Oder wenigstens wir sehen das. Okay? Noch einmal, Firmen setzen Preise. Nächste Woche werden wir es noch einmal formaler machen. Aber jetzt einfach bitte zur Kenntnis nehmen. Deshalb gehen wir erstmal à la Mikro 1 vor. Ich hoffe, dass alle Mikro 1 irgendwo, es ist keine Mathe jetzt, was Sie sehen, es sind nur Bilder, aber die sind sehr wichtig. Weil das ist unsere Grundlage für die Modellierung von preissetzenden Unternehmen. Wir werden einen Preisaufschlag sehen und wir werden das sehen, so, also grafisch sehen, bevor wir das mathematisch, man spricht von der Lerner-Regel. Also Lerner war dieser große Ökonom der 20er, 30er Jahre. Der hat die Entscheidungsregeln eines Monopols sehr, sehr sauber aufgeschrieben, hat gezeigt, in welche Beziehung der Aufschlag zu der Elastizität der Output-Nachfrage zusammenhängt. Nicht? Das kann man auch hier sehen. Je elastischer die Nachfrage, desto kleiner der Aufschlag. Und wenn der Preiselastizität gegen unendlich geht, kann der Unternehmer keinen Aufschlag auf die Preise, auf die Kosten setzen, weil vollständiger Wettbewerb herrscht. Ja? Also das ist eine ganz schöne Erkenntnis, der Mikroökonomie, die wirklich hier zum Tragen kommt. Wir sagen, wir haben eine Mikrofundierung, eine mikroökonomische Fundierung eines makroökonomischen Phänomens. Hier ist die bekannte diagrammatische Abbildung der Preissetzung eines Unternehmens mit Macht am Markt, mit Marktmacht. Und woran sehe ich das? Ich sehe das daran, dass die Nachfragekurve negativ geneigt ist. Die ist nicht waagerecht. Okay, das heißt, bei einem vollständigen Wettbewerb kann man gar keine Einflüsse auf den Preis ausüben. Das ist, wenn Sie Bauer sind und Sie produzieren Wein für die Weinproduktionsgenossenschaften und Sie liefern diese Trauben ab. Sie nehmen den Preis. Sie können nicht sagen, ja, für die hätte ich gerne mal 5 Euro je Kilo. Die lachen sie aus. Es gibt einen Preis. Nicht? Also so ist das. Und es geht hier nicht darum. Es geht hier um Firmen, die tatsächlich merken, wenn ich meinen Preis anhebe, meine ganzen Kunden laufen nicht weg. Ich habe immer noch ein paar und vielleicht sogar viele. Bei gleichbleibender Nachfrage, bei gleichbleibender Einkommen meiner Kunden gibt es eine relativ unempfindliche Mengenreaktion. Okay, und das sehen wir auf diese negativ geneigte Kurve. Die MR-Kurve ist die Grenzertragskurve für die Unternehmen. Das heißt, was passiert mit den Erträgen, Marginal Revenue auf Englisch. Wenn ich meinen Preis ändere, was passiert mit meinen Erlösen? Erlöse bestehen aus Menge times Preis, Menge mal Preis. Und gegeben diese negative Reaktion, eine Preiserhöhung führt natürlich zu einem Mengenrückgang, aber der Mengenrückgang mag nicht so groß sein, dass meine
Grenzerträge negativ sind, sondern es könnte durchaus positiv sein. Das haben sie alles in der Mikro gemacht. Ja, und das sind negativ geneigte, ist genau das Interessante für die Optimalität meiner Preissetzung, wenn ich die Freiheit habe, meine Preise zu setzen, wie ich das für richtig halte. Und in diesem Diagramm ist es P-Stern. Bei P-Stern habe ich meinen Gewinn maximiert, weil die Maximierungsregel heißt Grenzkosten gleich Grenzerlös. Marginal Cost equals Marginal Revenue. Logisch, ja. Also wenn ich meinen Preis ändere ein bisschen, dann verursache ich Schwankungen in meiner Produktion, wenn ich tatsächlich das Nachgefragte produziere. Das heißt, ich werde Grenzkosten entstehen, die leicht höher sind, wenn ich mehr produziere, oder weniger, wenn ich weniger produziere. Und dann habe ich natürlich gewaltige Erlöskonsequenzen. Also nur wenn die Elastizität der Nachfrage gleich 1 wird, es keine Konsequenzen haben. Also ich erhöhe meinen Preis um 1% und ich senke die Menge, die abgesetzt werden kann, um 1%, und da gibt es keine Effekte. Dann würde man quasi auf einem Inflexionspunkt der Erlösefunktion sein. Aber das ist, in der Regel gibt es schon eine gewisse positive Beitrag. Und wenn ich das richtiger mache, wenn ich meinen Gewinn richtig maximiere, das kann man alles formal, haben Sie alles schon gesehen, würde ich Grenzkosten gleich Grenzerlös setzen. Und deshalb P-Stern und Q-Stern. Okay? Ja, und wo ist der Gewinn? Der Gewinn ist nicht, hat nichts mit der Grenzkosten zu tun direkt, sondern mit den Durchschnittskosten. Weil ich als Unternehmen nicht nur Grenzkosten habe, ich muss auch meine Miete zahlen. Die zahle ich so oder so. Ich muss auch vielleicht einen Bankkredit zahlen. Ich habe andere Fixkosten. Vielleicht bin ich McDonald's-Betreiber hier und ich muss McDonald's eine Riesenmenge Geld abführen. Royalties und sowas. Ja? Das heißt, daher ist AC, Average Cost, die entscheidende Kurve für die Festlegung, die Bestimmung der Gewinne. Gewinn besteht aus Preis mal Menge abzüglich Durchschnittskosten mal Menge. Nicht? Und deshalb diese grüne Fläche ist mein Gewinn. Okay? Und das ist das Entscheidende für das Unternehmen. Weil beim Unternehmen geht es darum. Und daher, wenn es keine Rigiditäten gäbe, wenn das Unternehmen eigentlich frei handeln würde, wenn die Preise tatsächlich flexibel wären, würde man immer P-Stern nehmen und eigentlich wäre das genug. Man hätte eigentlich, um die Preisentwicklung zu verstehen, es wäre allerdings nicht genug, um Preisrigidität zu verstehen. Allein Marktmacht ist nicht genug. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht? Also das heißt, wir könnten uns vorstellen, dass bei flexiblen Preisen verschiebt sich die Nachfrage nach oben rechts. Also wir sind in Berlin, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber es boomt hier richtig, ja. Und ich sehe das an den Preisen. Wenn Sie zu Vespa gehen, was verlangen Sie jetzt für ein kleines Stück Pizza? Die Pizzen werden immer kleiner, nicht? Ich hoffe, dass Sie die Video nicht gucken. Es stimmt auch, ja. Die Preise gehen rauf. Das heißt, allgemein ist auch eine Tendenz, oder Sie gehen mal zum Supermarkt, die Preise, weil die Nachfrage sich erhöht haben. Und wenn das Unternehmen das frei setzen könnten, würden sie natürlich nicht mehr P-Stern nehmen, sie würden was ganz anderes machen. Sie würden zwar mehr produzieren, aber sie würden mehr Preis für die geleisteten Mengen verlangen. Okay? Das müssen Sie mal sehen, verstehen, verinnerlichen. Das ist Mikro, aber das liegt hinter unserer Überlegung, weil die Unternehmen nicht sofort, also Tengelmann hebt die Preise, Tengelmann gibt es nicht mehr, Kaiser, es hebt die Preise nicht unbedingt sofort auf, wenn die Nachfrage hier steigt im Sommer. Nicht? Das ist eine empirische Beobachtung. Aber wenn Sie das könnten, würden Sie wahrscheinlich nicht mehr P-Stern nehmen, sondern Sie würden das ändern. Sie würden wahrscheinlich zum Kreuzpunkt von MC und MR', das heißt leichter Ausbau der Produktion, eigentlich gewaltiger Ausbau der Produktion, aber auch eine Preiserhöhung. Und das würde eigentlich
nichts gegen die Neutralität der Geld dagegen aussagen. Das Interessante ist, wenn es was kostet, um die Preise zu ändern, dann wird die Sache anders aussehen. Also Sie sehen ja P-Stern, jetzt ist mein neuer Preis, ich habe das übertragen auf die rechte Seite. Bei dieser Nachfrageverschiebung möchte man eigentlich jetzt P-Stern auf der rechten Seite verlangen, höherer Preis, mehr Output, Q-Stern. Und dann können wir sagen, okay, was wäre die Alternative? Sagen wir mal, Kaiser sagt, wir oder Vespa, wir halten die Preise konstant. Was passiert? Sie sehen, die Nachfrageverschiebung geht voll in die Menge. Die Menge Q quer Balken wird nachgefragt bei dem rigiden Preis P quer Balken. Das heißt, die Unternehmen haben wahnsinnige Mengenausstöße. Die umgesetzten Mengen sind sehr hoch. Die machen auch Gewinne. Und woher weiß ich das? Woran kann ich erkennen, dass dieses Unternehmen rechts bei festem Preis immer noch Gewinn macht? Ich habe die Durchschnittskosten nicht da eingezeichnet, aber Sie sehen, dass für jede Erweiterung des Outputs übersteigt der Preis die Grenzkosten. Grenzkosten heißt zusätzliche Kosten. Das heißt, für jede zusätzliche Einheit, die ich verkaufe, verdiene ich immer noch P minus MC, also quasi diesen Abstand. Das heißt, ich verdiene an diesen zusätzlich verkauften Einheiten. Das einzige Problem ist, dass ich nicht optimal bin. Ich könnte noch mehr verdienen. Und da, wenn Sie wirklich die Mikro verstanden haben, erkennen Sie warum. Also optimal wäre es, wenn ich P-Stern rechts verlange und Q-Stern absetze. Ich produziere stattdessen bei Q quer Balken suboptimal. Und ich weiß das, weil bei diesen zusätzlich ausgestoßenen oder produzierten Einheiten, dass ich immer meine Grenzerlöse übersteige durch meine Grenzkosten. Und das ist diese rote Fläche. Das ist die Fläche unterhalb der Grenzkostenkurve und oberhalb der Grenzerlösekurve ist meine verloren gegangene hypothetische Gewinne, die ich hätte, wenn ich meine Preise richtig setzen würde. Nicht? Und die Frage ist, was hält mich als Unternehmer davon ab, diese rote Fläche abzugreifen? Und das ist die magische Frage der keynesianischen Makroökonomie, der neukeynesianischen Makroökonomie. Nämlich, es müsste implizite Kosten geben, die mich davon abhält. Und Julio Rothenberg, der Wissenschaftler aus den USA, Guillermo Calvo aus Argentinien, auch in den USA, die haben beide Hypothesen aufgestellt, die sagen, weshalb das sein kann. Und ich werde zunächst einmal auf Rothenberg, hier ist amerikanische Aussprache, eingehen, weil er das eigentlich mikrotheoretisch begründet hat. Nicht? Das heißt, es gibt einen Preis, der es gibt Konsequenzen einer Preiserhöhung für meine Kundschaft. Und wenn Sie mit Unternehmern reden, ist es sehr, sehr häufig, dass sie das sagen. Also wenn Vespa die Preise erhöht, gibt es Ärger. Mein Lehrstuhl geht häufig dahin und wir haben uns richtig geärgert, also einige mehr als ich, dass die Preise höher waren. Nicht? Das heißt, dieser potenzielle Verlust von Kunden auf mikroökonomischer Basis schrecken viele Unternehmen ab, sofort in die Preise zu gehen. Lieber gestreckt und mal gucken, wie das sich entwickelt. Nicht? Also wenn der Mehlpreis bei Vespa sich verdoppelt, auf irgendwelchen Gründen, heißt es nicht, dass sie gleich alle Preise raussetzen. Dann verlieren sie ihre ganze Kundschaft, müssen dicht machen. Insofern gibt es Gründe, um eine gewisse Stabilität der Preissetzung zu setzen. Ich würde das mal verbal einführen und dann nächste Woche machen wir das formal. Das heißt, wir werden was Neues lernen, wir werden den Lagrange-Multiplikator nicht unbedingt anschmeißen, aber in dieser Richtung, wir werden eine intertemporale Entscheidung betrachten. Die Logik ist ziemlich cool. Wenn ich die Preise heute erhöhe, heißt das, dass ich potenzielle Kosten heute und morgen verursache. Nicht? Also Sie denken immer an den Gewinn zu maximieren. Wenn ich die Preise erhöhe, habe ich mehr
Erlöse, ich verliere ein bisschen Nachfrage, aber möglicherweise habe ich Konsequenzen für andere Kosten. Also ich verärgere meine Kunden und das hat auch Konsequenzen. Also wenn ich Kunden verliere, dann ist es auch nicht gut für mich. Also Rothenberg hat das sehr schön gemacht. Ich habe die Befürchtung, dass ich, wenn das im vollen Detail entfalten lasse, dann wird das viele Leute abschrecken. Deshalb werden wir eine vereinfachte Version von diesem Modell nächste Woche ableiten. Und die Idee ist einfach, es gibt Kosten und Vorteile von einer Preisänderung und das kann man sehr leicht durchexerzieren. Dann werde ich mal eine Alternative vorstellen, das heißt Calvo, diese andere Möglichkeit. Und Calvo hat sich das sehr leicht gemacht, hat gesagt, okay, ich stelle mir das vor, dass die Firmen sehr beschäftigt sind, sie können nicht immer ihre Preise ändern. Und deshalb ist es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit möglich, die Preise zu ändern. Ansonsten muss die Firma sich mit ihrer Preispolitik beschäftigen, mit der Produktion beschäftigen. Ab und zu mal kann sie sich mit Preisänderungen und so weiter. Man kommt auf dasselbe Ergebnis heraus. Der Nachteil von Calvo ist, dass diese Wahrscheinlichkeit nicht erklärt wird. Das wird einfach angenommen. Und viele von meinen Kollegen in der Makroökonomie stürzen auf diese Annahme, weil sie sehr, sehr handhabbar ist. Aber sie lässt ein bisschen untergehen, was es für Überlegungen da reingehen, wenn ich die Preise ändere. Und wie gesagt, Millionen von Preisen werden jede Woche gesetzt und verlangt. Ich meine, was uns interessiert, ist natürlich, was im Aggregat herauskommt. Und das ist vielleicht wichtiger. Also ich werde einfach mal die Grundlagen, ich habe nur ein paar Minuten, ich werde es nicht darstellen können. Aber wir werden, wenn Sie sich überlegen, mit diesem Aufschlagsüberlegung, mit Logarithmen hieße das, dass das Preisniveau oder das Preis von einer Firma quasi in Logarithmen wird bestimmt durch ein Kostenteil und ein Aufschlagsteil. Und deshalb kann man, wenn Sie Logarithmus von einem Produkt nehmen, dann ist es die Summe der Logarithmen. Diese Logik treibt diese Formulierung. Also man stellt sich vor, die Firma setzt einen optimalen Preis und diese lautet wie in der Abbildung P Stern, aber diesmal klein geschrieben wegen der als Logarithmus, als Bezeichnung für den Logarithmen. Und besteht auch zwei Teilen. Es gibt P Strich, das ist, was die anderen machen. Das ist sozusagen die Lage der Kurve. Und dann gibt es Beta, so eine konstante Parameter, mal den Logarithmus von dem Output. Und das reflektiert einfach, wenn ich mehr produziere, steigen meine Kosten, die Grenzkosten steigen zum Beispiel. Das ist eine sehr wichtige Zerlegung, weil es zunächst einmal zeigt, dass wenn mehr nachgefragt wird, ich eigentlich tendenziell meine Preise erhöhen will. Und wir haben das gesehen in dem monopolistischen Wettbewerbsmodell. Bei vollständiger Flexibilität würde ich einfach mal P Stern nehmen. Nicht? Und P Stern besteht zum Teil aus der Position meiner eigenen Nachfrage und zum Teil aus der Nachfrage meiner Konkurrenten. Okay? Und deshalb YT ist die exogene Nachfrage nach meinem Produkt. Also meine Verschiebung. Also wenn Sie zurückgehen, kann man das eigentlich sehr, sehr schön nachvollziehen. Und zumal wir in Logarithmen arbeiten, kann man Beta als Elastizität verstehen. Nicht? Elastizitäten drücken immer aus Relationen zwischen Logarithmen und Logarithmen, prozentuale Veränderungen. Das heißt, Beta wird eine Zahl wie 0,5 oder 0,5 sein, aber nicht 50. Nicht? Also es handelt sich ja um prozentuale Reaktionen. Also mit anderen Worten, eine einprozentige Erhöhung von YT wird eine Beta-prozentuale Erhöhung von P Stern herbeiführen. Und das ist mein gewünschter Preis. Und natürlich die Magie von Rothenberg, die wir nächste Woche machen, ist, warum die Firmen nicht immer auf P Stern gehen. Sie machen das langsam.
Nicht? Und als wenn man das Konzept oder den Begriff eines repräsentativen eine repräsentative Unternehmung hat, ist es die beste Möglichkeit, die wir gegenwärtig haben. Wir können nicht 40 Millionen Unternehmen gleichzeitig modellieren mit einem Rechner. Selbst die größten Rechner können das nicht. Ja, und ich lasse es jetzt, belasse es so, aber ich weise dann darauf hin, was wir machen wollen. Diese Verärgerung, wovon ich gesprochen habe, das ist sehr schwer zu modellieren. Aber die Idee ist, dass jede Firma potenziell die Kundschaft vertreibt, er verärgert, Nachfrage geht verloren, Kosten erhöhen sich oder Gewinn geht verloren. Und hier der Trick von Rothenberg ist einfach, eine Anpassungskosten einzuführen. Und er macht das quadratisch in dem Preis, in der Preisveränderung. C positiv, also wenn C gleich 0 wäre, dann gäbe es keine Anpassungskosten. Also das heißt, je schneller ich mal reagiere zu meinem angepeilten Ziel hin, würde ich mehr Gewinn verlieren. Und das schreibt er 82, ich habe es neuerdings wieder angeguckt, das ist ein geniales Papier. Er schreibt, also faktisch ist es wirklich so, dass Firmen Angst haben, dass sie ihre Kundschaft verärgern. Nicht? Und man ist schwer zu quantifizieren, aber wir suchen nach wie vor nach einer handfesten Erklärung der Preissegurität, die offensichtlich da ist. Nächste Woche machen wir das im Detail, da wird ein bisschen Mathe da sein. Wir müssen eine Optimierungsschritt durchführen. Aber schauen Sie mal hin, wenn ich meine Preise sehr schnell heute anpasse, was heißt es? Das heißt, ich habe möglicherweise Konsequenzen in der Zukunft. Nächste Periode ist mein PT, die PT minus 1. Nicht? Das heißt, diese überlappende Struktur der Preisentscheidung wird ganz, ganz wichtig sein. Okay, schöne Woche. Wiedersehen.